zum Künstler werden. Einfach so über Nacht. Das geht nicht, oder doch? Das Berliner Startup Artnight ermöglicht das jedem. Deutschlandweit bietet das Unternehmen Malkurse mit lokalen Künstlern an. Das Besondere, die Kurse finden in Bars und Restaurants statt, in entspannter Atmosphäre. Unsere Reporterin Nicole Schermuli testet das Konzept heute mal für uns. Los geht es mit der Farbe. Künstler Maurice gibt Wunschfarben aus und erklärt schon mal, wie es funktioniert. Ob es so werden soll, wie die Vorlage oder man sich kreativ ausleben möchte, ist jedem selbst überlassen. Also es kommen jedes Mal coole Sachen raus. Das ist ja quasi das ursprüngliche Bild und jeder macht seine Version daraus. Also ist keiner mit einem schlechten Bild nach Hause gegangen. Na, hoffentlich wird sich das heute auch nicht ändern. Nicole entscheidet sich erstmal für die klassische Variante. Dann versuchen wir das jetzt mal. Erster Schritt, die groben Umrisse mit Bleistift vorzeichnen. Noch etwas zurückhalten, geht es dann ans eigentliche Malen. Man will ja nicht gleich alles ruinieren. Am Anfang ist man so ein bisschen verhalten. Es fängt ja alles mit einer weißen Leinwand an und man hat so ein bisschen Angst, die ersten Striche zu setzen. Und dann merkst du aber irgendwann, okay, mir passiert ja gar nichts, wenn da jetzt auch mal ein Strich daneben geht. Also man muss sich da ja ein bisschen trauen und irgendwann kommt man halt einfach selber rein und merkt, okay, wenn ich das mache, wird es so. Wenn ich die Farben miteinander mische, kriege ich einen schönen Übergang. Das kommt alles ein bisschen mit der Zeit. Auch bei Nicole läuft es mittlerweile ganz gut. Langsam entwickelt man wirklich ein Gefühl dafür, wie man malen muss, dass das alles schön verläuft und alles ineinander übergeht. An manchen Teilnehmern ist auf jeden Fall der ein oder andere Monet verloren gegangen. Mittlerweile bietet das Unternehmen Artnight Kurse in 26 deutschen Städten und sogar in Österreich an. Das Konzept scheint aufzugehen. Ich denke, weil es was Neues ist, was es so halt noch nicht gab. Viele entdecken halt dann den Spaß und malen wieder. Wie sie zum Beispiel das letzte Mal in der Grundschule gemalt haben. Die merken, okay, ich kann das doch noch irgendwie. Ich muss nur wissen, was ich machen muss. Und dann kriege ich am Ende ein schönes Ergebnis. Es macht einfach Spaß. Es ist die Atmosphäre, die lockere Atmosphäre. Es ist, die Location ist einfach sehr locker, die Stimmung ist locker. Es ist eine angenehme Art und Weise, mal wieder mit Kunst in Kontakt zu kommen. Und ja, ich habe mir einfach keine Vorstellung davon gemacht, wie es sein würde. Und bin jetzt ganz überrascht, dass man ganz einfach wieder an die Kunstwerke rangehen kann. Meine Freundin hat mir das zum Nikolaus geschenkt und ja, hat mich jetzt hier hingeschleift, im Endeffekt kann man sagen. Aber macht mega Spaß, war mein erstes Bild, was ich gemalt habe. Nach gerade mal 2 Stunden sind die Kunstwerke vollbracht und vorzeigbar sind sie alle. So, fertig. Also ich finde, fürs erste Mal ist es gar nicht so schlecht geworden. Es hat auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht und das Bild darf ich jetzt sogar mit nach Hause nehmen.